Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario-Video. Und zwar ein Mario 64 Glitch-Video. Heute kommen meine Top 5 Glitches aus Mario 64, weil ich zurzeit wieder in so einem Modus bin, dass ich mir ganz viele Super Mario 64 Speedruns reinziehe und einfach begeistert bin von diesem zeitlosen Meisterwerk, was Nintendo damals erschaffen hat, 1996. Und damit das 3D-Plattformer-Genre komplett neu definiert und revolutioniert hat, vor allen Dingen, weil es das erste richtige 3D-Plattformer-Spiel war mit einer Art Open World. Aber natürlich ist das Spiel nicht fehlerfrei, da es auch schon wirklich alt ist und die Leute das Spiel auch wirklich an seine Grenzen gebracht haben. Ja, liebe Leute, und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ich habe es lange nicht mehr erwähnt. Ich mag es auch nicht gerne, dieses Battlen. Aber solltest du kein Abonnent sein, dann abonniere bitte meinen Kanal. Alles rund um Mario sowie auch Nintendo, wenn irgendwas Neues kommt, wird hier in schönen, kleinen, knackigen, informativen Videos hochgeladen. Ich würde sagen, wir fangen an. Platz 5 ist ein kleiner visueller Glitch, und zwar ganz am Ende, vor der unendlichen Treppe, bevor man da reinkam, im letzten Raum von Mario 64, wo die Sterntapete an den Wänden ist, müsst ihr einfach zu den zwei Bildern von Peach an der Wand, da müsst ihr hingehen und dort ist die große Tür, die eigentlich zu der unendlichen Treppe führt. Aber wenn ihr einfach euch links neben das eine Peach-Bild hinstellt und dort die Kamera einfach so links in die Wand reindrückt, dann seht ihr eine mysteriöse Tür da unten. Aber nicht nur das, ihr seht noch einen kleinen Boo, der auch aus dem Nichts kommt, Leute. Was ist das? Wo kommt dieser Boo her? Und diese Tür. Auf jeden Fall ein kleiner visueller lustiger Glitch. Als nächstes habe ich auch wieder was, wo man kein Skill für braucht, Leute. Und zwar ist es wirklich ein lustiger kleiner Trick. Ich würde es nicht mal richtig als Glitch betiteln, aber ich glaube schon, Nintendo wollte eigentlich nicht, dass das passiert. Und zwar, wenn man einfach einen One-Up-Hits findet in Mario 64, ist es so, dass der einen verfolgt. Was manche Spieler sogar als Challenge machen, vor dem abzuhauen und so, ohne dass der einen erwischt. Was auch ziemlich spaßig ist. Aber Leute, wenn ihr euch einfach duckt, also so komisch rumkriecht wie Mario, dann schwebt er über euch und erwischt euch nicht, was ziemlich lustig ist. Und ich weiß nicht, ob Nintendo das so vorgesehen hatte, dass der Pilz einfach über einen fliegt und nicht sozusagen in Mario reingeht. Auf Platz 3 habe ich für dich einen leichten Glitch, der auch wirklich nicht schwer ist und den ich auch damals schon als kleines Kind kannte. Und zwar, wenn man einfach in die erste Tür, wo man den Schlüssel für braucht, reingeht, also in den ersten Bowser-Kampf muss man hinter sich bringen, dann geht man in die eine Tür, dort, wo die kleine Wendeltreppe ist, und dort, bevor die Wendeltreppe anfängt, macht man einfach einen Doppelsprung oben in die Wand und Mario zieht sich hoch und man kann die gesamte Wendeltreppe einfach überspringen, was einfach nur cool ist, dass es funktioniert. So ein kleiner Wall-Clip-Glitch, der wirklich auch kein Skill benötigt, um den durchzuführen. Einfach lustig, ich kann jedem das nur empfehlen. Wer Mario 64 nochmal spielt, das einfach mal auszuprobieren. Auf Platz 2 haben wir einen Uralt-Glitch von Mario 64. Und zwar, wenn man am Ende im Schloss die Kanone freigeschaltet hat und auch am besten sich die Cap oben holt, kann man ganz leicht einen Glitch machen, der wirklich cool ist. Und zwar kann man sich einfach oben auf den großen Schlossturm raufschießen, auf diese kleine Plattform, auf die kleinen Ziegel und dort oben einfach in die Wand reinklippen. Das ist wirklich ziemlich cool. Und das geht sogar ohne Kanone, wenn man so mit einem Triple Jump rechts sich an dem Schloss hochglitscht, sozusagen mit einem Dreifachsprung, und dann nochmal sich da oben so komisch hochglitscht, dann kann man das sogar ohne eine Cap und ohne die Kanone schaffen. Und man kann sogar dann so weit runterfallen, dass man ins Schloss reingehen kann. Man klippt sozusagen in das Schloss rein, fällt hinter die Tür, wo man eigentlich ins Schloss geht, und geht sozusagen raus eigentlich aus dem Schloss, aber landet dann drin im Schloss, weil dadurch die Ladezone getriggert wird. Ein uralt Glitch, den schon ewig gibt, der einfach cool ist. Der wohl bekannteste und beste und populärste Glitch überhaupt aus Mario 64 ist einfach der Glitch, um mit der unendlichen Treppe ein für alle Mal abzurechnen. Und zwar bei der unendlichen Treppe ist ja das Lustige, man geht hoch und man denkt, die ist einfach unendlich, aber in Wirklichkeit wird Mario immer wieder zurück teleportiert. Das haben die Spieler inzwischen rausgefunden. Aber es gibt sogar einen Glitch, einen Trick aus Mario 64, der ganz bekannt ist, womit man nicht mal die ganzen Sterne sammeln muss, um letztendlich die unendliche Treppe zu überwinden. Und zwar einfach einen Long Jump rückwärts durchgeführt, mit dem Arsch die Treppenstufen hochrutschen. Ihr kennt all diesen Glitch, ich weiß nicht mal den richtigen Namen. Es ist einfach so legendär, das Geräusch dabei, was zustande kommt, wenn Mario hochrutscht. Hört es euch einfach mal an. Einfach nur legendär, dieses Geräusch, und wirklich einfach ein uralter Glitch. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Was sind eure Lieblingsglitches aus Mario 64? Habt ihr Bock auf weitere Glitches zu anderen Mario-Spielen, zum Beispiel Mario 3D World? Soll ich da mal meine Top 5 Glitches euch vorstellen oder Top 3D Land meine Top 5 Glitches? Wenn ja, dann einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, liebe Leute. Ciao und tschüss, euer Theo.